Das ist ein Garten im Winter. Das ist seine Lieblingsrose. Das ist Schatten. Eisblumen. Hier ist das Loch in die Rosenhecke. Gute Arbeit. Wenn ich mir die Fotos so anschaue, war das zwischen König und Huber wirklich viel mehr als ein kleiner Nachbarschaftsstreit. Vielleicht hatte er morgen seinen traurigen Höhepunkt. Dieses übrig gebliebene Foto mit den Schlangen. Woran erinnert mich das nur? Diese Muster. Und die Würgemale an Hubers Hals. Stimmt, das könnte passen. Wir sollten uns diese Schlangen in seinem Terrarium mal ganz genau ansehen. 12? 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wenn ich die Muster dieser Schlangen heute mit dem Würgemal an Alois Hubers Hals vergleiche und drei Fehler finde, dann kann ich sie mit Sicherheit, Kinder. Ja, die Punkte gibt es da auch nicht. Und hier ist noch ein Fehler. Hier ist ein Kreis, da ist noch ein Kreis. Das ist auch falsch. Das hier gibt es da so nicht. Hier ist noch was falsch. Da auch. Hier ist was nicht in Ordnung, da auch nicht. Und hier bestimmt. Ach ja, natürlich. Das könnte sogar hinkommen. Oder? Nee, doch nicht. Ja, das ist falsch und das ist falsch. Und natürlich nicht zu vergessen ist auch. Sonst ist da nichts falsch. Ich klicke hier wie ein Blöder rum, aber. Ah ne, da natürlich. Aber ich meine, hat er denn dann auch so ein Halsmuster? Keines der Muster passt zu den Würgemalen an Hals des Opfers. Sieht so aus, als bringt uns das nicht weiter. So, da bin ich wieder. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Während Sie weg waren, haben wir uns erlaubt, einen Blick in Ihr Fotoalbum zu werfen. Sie hatten nicht gerade ein gutes Verhältnis zu Ihrem Nachbarn. Wollen Sie damit andeuten, dass ich als Täter in Frage komme? Ich gebe ja zu, Herr Huber und ich hatten öfter, nun ja, Meinungsverschiedenheiten. Aber ich hatte gerade alles in die Wege geleitet, um das vor Gericht zu klären. Warum sollte ich ihn dann umbringen? Wo fahren Sie denn heute Morgen her, Dr. König? Na, in meiner Praxis. Fragen Sie meine Patienten. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen, um hier zu duschen und Mittag zu essen. Nun, dann wollen wir Sie auch nicht weiter stören. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Dr. König. Wenn wir noch Fragen haben, melden wir uns bei Ihnen. Mit dem Alibi können wir uns wohl als Täter ausschließen. Außer er hat einen Komplizen. Und ich trinke jetzt gerade nochmal was.
Ja, so kommen wir hier nicht weiter. Lass uns mal zu Hubers Büro fahren. Vielleicht finden wir dort neue Hinweise. Ja. Offenbar ist uns jemand so vorgekommen. Was? Hoffentlich hat er das, was er gesucht hat, nicht gefunden. Ein Terminplaner zum Beispiel. Hier im Hubers Büro. Hier. In diesem und den nächsten Wochen sind keine Termine mehr angetragen, was das wohl zu bedeuten hat. Wenn ich nur etwas zum Abwischen hätte, dann könnte ich herausfinden, was sich unter dem Schmutzfleck. Anscheinend hatte Huber Fernweh, sonst hätte er New York nicht rot blockiert. Ja, der wollte weg und dann hat ihn die Frau einfach umgebracht, so einfach ist das. Diplom ist hier hinten, Rechnung. Ja, wie sieht so eine aus? Bilanzen. Hier ist ein Buchungseintrag auf den Namen Quiebel vermerkt. Außerdem eine Zahlung an die Firma Blaustahl. Welchen Zweck hatte dieser Schalter wohl? Drei Tasten, 1, 2. Und die dritte Tasse ist hier gewiss auch irgendwo. Ach, hier. Unser Anwalt hatte offenbar weiblichen Besuch. Muss aber schon mehr als ein Tag her sein. Der Kaffee auf dem Boden der Tasse ist schon eingetrocknet. Und eine Rechnung. Also da holt sich uns mal ein Kredit. Ach, hier natürlich. Huber hat sich hier im Büro tatsächlich einen Tresor einbauen lassen. Ich muss die Drehscheibe finden, um ihn zu öffnen. Ach, das wäre ein Schalter. Ich dachte, das wäre ein Bild gewesen. So, jetzt müssen wir... Nach dieser Quittung hatte Alois Huber bei seiner Bank vor kurzem eine hohe Summe in bar abgehoben. Was er damit nur vorhatte. So, jetzt nur noch Drehscheibe Deutschland. Ach, hier ist der... Ach, jetzt verstehe ich das. Hier. Sieh an, wie gemein. Da habe ich gerade eine E-Mail bekommen. Hier drin liegt ein Brief von Gunther Quiebel. Quiebel habe seine Arbeit abgeschlossen. Der Brief enthält noch ein Foto von einer mit Juwelen besetzten Halskette. Harry, sag mal, kennen wir dieses Schmuckstück nicht irgendwoher? Klar, Stefan, das ist doch die Halskette von Frau Huber. Die trägt sie auf dem Foto, das bei ihr im Wohnzimmer steht. Richtig. Jetzt frage ich mich... Wir sollten dieses Foto hier mal mit der Kette von Frau Huber vergleichen. Lass uns nochmal bei ihr vorbeischauen. Ich bedauere, dass wir Sie noch einmal stören, Frau Huber. Ich weiß, Sie machen gerade viel durch, aber ich habe eine Bitte an Sie. Könnten Sie uns einen Moment die Halskette geben, die Sie auf dem Foto im Wohnzimmer tragen? Wir würden gerne was überprüfen. Das war jetzt... Das war jetzt nicht... Ach, verdammt. Ich meine, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und dann habe ich noch was gesagt, aber hier ist sie. Ein Familienerbstück meiner Mutter. Ich hänge sehr an ihr. Was haben Sie vor? Danke. Ja, so ist der Stefan. Ja.
Ja. Wenn ich wissen will, ob die Halskette rechts ein Duplikat ist, sollte ich sie auf dem Foto des Originals vergleichen. Ich finde sicherlich Fehler. Da zum Beispiel Fehler 1 von 8. Dann da. Des Weiteren hier die Musik ist gut. Ich kicke da mal die Insens an. Ach, guck mal, da war was falsch. Hier. Dambaram. Dambarabarabarabarabaram. Wir sind noch Fehler zu finden. Hier ist einer. Was für ein hässliches Ding das auch einfach ist. Ich meine, wer trägt denn sowas? Huch! Da war anscheinend noch was. Oh ja, hier sind die ganzen tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Und ich singe furchtbar gerne, doch mir fällt da nichts mehr ein. Sehr gut, nicht gute Arbeit. Interessant. Frau Huber, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass zumindest diese Kette nicht Ihrer Mutter gehört hat. Es ist eine Kopie, wussten Sie davon? Was? Nein, aber wie kann das sein? Ich dachte... Ja, wir wissen bisher nur, dass Ihr Mann den Auftrag gehabt haben, die Kette zu kopieren. Leider wissen wir nicht, was er mit den echten Juwelen vorhatte. Oder wem er sie möglicherweise gegeben hat. Hat Ihr Mann vielleicht Schulden? Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Sie haben ja inzwischen gemerkt, dass mir mein Mann nicht alles erzählt hat. Entschuldigen Sie mich kurz, meine Herren. Für Sie, Herr Derrick. Danke, Frau Huber. Ja, Derrick. Was gibt es? Was habt ihr gefunden? Sein Wagen? Ach gut, wir kommen gleich nach. Was ist denn passiert? Wir haben gerade gerade neue Hinweise erhalten, denen wir nachgehen sollen. Lassen Sie uns später weiterreden, Frau Huber. Sie wollen meinen, Sie, ich meine, was lese ich ein? Wie Sie meinen, Herr Derrick, ich hoffe, Sie bringen bald Licht in diese Sache. Ja, dann mach doch das Licht an, hier ist der Lichtschalter. Ja, ein Anwohner hat den Wagen gemeldet, weil er schon seit Stunden mit offenen Türen an der Straße stand. Die Streife, die dann vorbeikam, hat die Zulassung überprüft. Und siehe da, der Wagen gehört Alois Huber. Und er steht nur ein paar Straßen vom Tatort entfernt. Was hat das zu bedeuten? Aha! Und was das zu bedeuten hat, Freunde, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Hey, was ist das denn? Alois Huber. Mordopfer, Anwalt, verheiratet mit Verena Huber. Wurde am Morgen in seinem Garten tot aufgefunden. Würgemale am Hals. Verena Huber, Ehefrau von Alois Huber, hat die Polizei gerufen und hatte in letzter Zeit wenig Kontakt zu ihrem Ehemann. Dr. König, Nachbar von Familie Huber, hatte Streit mit Alois Huber, weil der unter anderem Müll in den Garten von Herrn König warf. War zum Zeitpunkt der Tat in seiner Praxis.
Das kann von Patienten bestätigt werden. Hatte Alois Huber erst vor kurzem angezeigt. Martin Huber, jüngerer Bruder von Alois Huber. Beweismittel. Würgemale. Am Hals des Opfers wurden Würgemale gefunden. Die Muster der Schlangen, die Dr. König im Wohnzimmer hält, passen aber nicht dazu. Fußspuren. Mehrere Schuhabdrücke führen vom Opfer zur Hecke, könnten vom Täter stammen. Fasern. Diese blauen Stofffetzen hingen in der Hecke. Splitter. An der Hecke fanden wir eine Scherbe aus Porzellan. Geldbörse. Die Brieftasche gehörte Alois Huber. Entdeckt haben wir sie in einem Rosenbusch in der Nähe des Opfers zusammen mit seinem Autoschlüssel. New York. Ja, wir haben New York gefunden. New York ist das beste Beweismittel her. Das haben wir auch mal eben in die Akte mit reingeheftet. New York, immer kurz. Hatte Alois Huber seinen Schrank leergeräumt, weil er verreisen wollte? Vielleicht wollte er nach New York. Das hat er auf seinem Globus im Büro markiert. Abbuchungen. Alois Huber hatte erst vor kurzem einen größeren Geldbetrag von seinem Konto abgehoben. Gerichtsvorladung. Alois Huber sollte in kurzer Zeit vor Gericht erscheinen. Verklagt hatte ihn sein Nachbar Dr. König. Falsche Halskette. Alois Huber ließ sich von der Firma Blaustahl seinen Tresor in sein Büro einbauen. Im Safe lag das Foto einer Halskette, die offensichtlich kopiert wurde. Kapitel 6 schon? Naja, wenn er meint. Aber hier machen wir jetzt beim nächsten Mal weiter, weil ist auch ein bisschen anstrengend mit dem ganzen Gerede und Gemache und hier. Aber ich hoffe, es gefällt euch, das Projekt. Und schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und was mich auch mal brennend interessiert, ob ihr überhaupt Derek kennt. Das würde mich mal wahnsinnig interessieren. Schreibt es auch mal unten rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, adieu und bis zum nächsten Mal. Ja, euer Fridge of Games, ne? Die Stefan, da gehen wir gleich mal hier, was weiß ich denn? Ja, einen Cognac können wir trinken oder sowas. Ja, ich trinke auch einen Cognac mit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Servus.